Ich freue mich sehr, Sie heute Abend oder heute Nachmittag zu diesem Programm zu begrüßen, auf das ich sehr gespannt bin. I'm very looking forward to all the presentations we will have here. And the first one who will make a start ist Dr. Paul Schulz, Doktor der Theologie. Er wird uns heute seine Plattform Atheodoc vorstellen, die heute freigeschaltet wird. Ich freue mich sehr. Herzlichen Applaus. Meine Damen und Herren, in diesem Augenblick wird Atheodoc online geschaltet. In genau diesem Augenblick. Nicht nur weltweit im Internet, sondern auch in Facebook und Twitter und all diesen Kommunikationsdingen. Fast 2 Jahre intensivste Arbeit an dieser neuen Internetplattform sind jetzt vorbei. Und das erste Ziel, die erste Zielstation haben wir erreicht, nämlich eine zu veröffentlichte Grundkonzeption. Ich danke auch, das sage ich jetzt gleich zu Anfang, das können Sie vielleicht verstehen, wenn ich einen persönlichen Dank habe. Wenn man mit einem Menschen fast 2 Jahre lang intensiv zusammengearbeitet hat und dann hat man ein Ziel erreicht, dann ist es ein bewegender Augenblick. Und ich danke meinem jungen Freund Daniel Schneider. Ja. Er ist zugespitzt der Designer-Manager und der Kommunikationsmanager mit all dem, was ich jetzt technisch Ihnen vorführen werde. Er hat 2 Jahre intensiv dazu beigetragen, dass dieses überhaupt geschehen konnte. Für mich ist das nicht nur technisch ein großes Erlebnis gewesen, sondern auch menschlich, dass so ein älterer Mann wie ich mit so einem jungen Menschen kommunizieren kann. Das beweist, dass beide Generationen fantastisch miteinander auskommen. Dafür, Daniel, dir ganz herzlichen Dank. Das freut mich auch, dass so viele junge Leute hier sind. Glückwunsch an IPCA, dass sie in der Lage sind, so viele junge Menschen anzuziehen. Das musste ich vorweg sagen. Unser Atheodoc-Screen zeigt Ihnen programmatisch ein Zusammenspiel zwischen alt und neu. Alles moderne Erkennen und Wissen, meine Damen und Herren, basiert auf vorausgehender Geistesgeschichte der Menschen und der Menschheit. Alles vorausgegangene Geistesgeschichte des Menschen erlangt nur Gültigkeit, wenn sie in der unmittelbaren Gegenwart ihre Gültigkeit bewährt und durchsetzt. Das soll dieses Bild ausdrücken. Ganz bewusst haben wir die alten Folianten dargestellt. Die sind Symbol all dessen, was lange vor uns in langen Generationen gedacht worden ist. Es ist völlig ausgeschlossen, in einer modernen Geistesgeschichte diese vorausgehenden Werte zu ignorieren oder zu unterschätzen. Nur auf ihrer Basis können wir uns heute verstehen. Und es gäbe uns nicht, wenn diese Basis nicht geschaffen worden ist. Wenn wir mitten rein Atheodoc als Screen stellen, dann zeigen wir das nicht als Provokation, als Abwertung, sondern als Transformation in eine neue Ebene, die immer wieder auf dem Alten basiert. Und so würde ich nur ganz kurz eben deutlich machen wollen, dass Religion, Theologie und Naturwissenschaften in sich in einer Linie stehen. Die ganze Kritik, die wir eben gehört haben an der Religion, Religionskritik, betrifft ja nicht die Religion als Kulturstufe, auch nicht die Theologie als Kulturstufe. Ohne Religion als Kulturstufe gäbe es uns nicht. Ohne Theologie als Kulturstufe gäbe es die geistesgeschichtliche Entwicklung nicht. Es gibt keine Zeit vor 3000 Jahren, in der die Menschen außerhalb der Religion denken konnten. Es gibt keine Zeit um 1200, in der die Menschen ohne weiteres außerhalb der Theologie oder der Theorie der Religion denken konnten. Wenn Engels aufgrund der Marx-Zitate vorhin sagte, als wir Feuerbach gelesen hatten, nämlich sein Wesen des Christentums 1841, da gingen uns alle die Augen auf. Erst in diesem Augenblick war es möglich, einen Schritt aus diesen Geistesbereichen herauszutun. Ich plädiere dafür, dass wir natürlich eine harte Kritik an dem Missbrauch der Religion üben, an allen Menschen, die die Religion und die Theologie benutzen, um andere Menschen in irgendeiner Weise zu beherrschen. Das ist in Ordnung. Das hat aber mit dem Denken der Religion überhaupt gar nichts zu tun. Sondern die Religion ist die geistige Vorstufe unserer Menschheitsgeschichte. Die Theologie ist die Folgezeit, die dogmatische Überlegung. Und wir sind heute in einem unglaublich begnadeten, sage ich einmal, Zustand, einen Schritt weiter zu sein mit der Naturwissenschaft. Dass der Affe das nicht erkennt, das macht den Affen aus. Dass der Mensch das erkennt,
und dass der Mensch damit umgehen kann und sich damit auch weiterentwickelt. Das speziell macht den Menschen aus. Ich hatte gestern Abend wiederholt den Eindruck, dass wir bei dem Phänomen Wissenschaft nicht ganz auf der Höhe dessen waren, was wir eigentlich dort sagen mussten. Immer wenn das Auditorium besonders laut geklatscht hat, fand ich, waren wir besonders weit weg von der Sachproblematik. Es ist schon richtig, dass der unterste Stand, die unterste Sozialschicht heutzutage eine Bedrohung in ihrem Notstand der Bildung sind. Aber es ist viel bedrohender, wenn die Zielgruppe, die Spitzengruppe und wenn die breite Bildungsschicht eben nicht auf einem Niveau dessen besteht, was unserem Zeitgeist wissenschaftlich entspricht. Von daher verstehe ich Atheodoc als einen Beitrag zum tieferen Bewusstsein des Menschen, als ein fortführender Versuch, Bewusstsein und Aufklärung zu schaffen, als ein Beitrag zum reinen Vernunftdenken, für Demokratisierung, zur Humanisierung, zur Autonomie des einzelnen Menschen, zum Lebensglück und zur Lebensfreude jedes einzelnen Menschen von uns. Das ist nämlich das letzte Ziel, dass der Mensch in diesem Leben mehr Freude an seinem Leben hat. Deshalb Atheodoc, atheistische Enzyklopädie. Das große Vorbild ist Diderot. 1751 schuf er die berühmte Enzyklopädie der Aufklärung, sage ich einmal verkürzt. Er fing an damals mit 13 Beiträgen, die er selber geschrieben hatte, um eine Enzyklopädie zu schaffen, um den Menschen einen Bildungsstand zu versetzen, damit sie die Demokratie und die demokratischen Prozesse besser verstehen könnten. Daraus sind 40 Folianten geworden, 40 Folianten mit über 150 Autoren, die in dieser Zeit den gesamten Bildungsstand der damaligen französischen Aufklärung niedergeschrieben haben. Und Voltaire hin, Voltaire her. Die entscheidende Basis der französischen Aufklärung ist diese Enzyklopädie von Diderot gewesen. Sie wurde in Europa weit verbreitet, gelesen. Sie wurde von der Kirche verboten, aber ihm unter der Hand erlaubt, weil die Kirche selber höchst interessiert daran gewesen ist, was er wohl schreiben würde, was die neue Zeit ausmachen würde. Und so ist die Enzyklopädie von Diderot damals die entscheidende dynamische Kraft der Aufklärung damals gewesen. Sie stand schon damals, als ich Abitur machte, bei uns im Johanneum und ich bin oft daran vorbeigegangen und sagte, Donnerwetter, mal etwas sowas herzustellen, überhaupt sowas intendieren zu können und hat mir immer im Kopf gestanden. Als jetzt das Problem auftauchte, ein neues Buch abgeben zu müssen, habe ich gesagt, ich schreibe keins mehr, sondern ich versuche einmal, ein Internetportal herzustellen. Und nun kommt Daniel ins Spiel und sagt, das finde ich toll. Und daraus ist das geworden, was wir gemacht haben. Ich sage einmal, bevor ich darauf zum Sprechen komme, Abgrenzung gegen Religion ist völlig eindeutig, wenn ich von der Religionskritik verstehe, die Abgrenzung gegen den Missbrauch der Religion. Atheistische Aufklärung, und damit beginnt das Problem, atheistische Aufklärung, meine Damen und Herren, atheistisches Denken ist nicht libertinage, ist nicht die Freiheit, denken zu können und zu wollen, was man will. Das mag für den Einzelnen für einen Augenblick lang interessant sein und lustig sein. Es mag für ihn auch lebenswichtig sein, weil es deutlich macht, dass er plötzlich frei denken kann. Aber generell ist das völlig uninteressant. Es geht darum, ob wir die Wahrnehmung und Erfahrungen unserer Wirklichkeit in einen Magnus Consensus zusammenfassen können. Wenn Sie heute die Szene des Atheismus sehen, dann haben wir ein Riesenproblem. Jeder denkt vor sich hin alleine. Hier und da gibt es natürlich Kommunikation. Aber das, was Atheismus ausmacht, gibt es nicht. Der Atheismus ist gegenüber den anderen Bewusstseinsstufen ein völlig indifferentes Phänomen. Nicht völlig, weil natürlich Einzelne ihre Meinung haben. Aber spreche man davon, wie der Atheismus sich selber präsentiert, dann haben wir nichts weiter als eine große Zahl von Atheisten, die alle ihre Meinung haben. Der Versuch von Atheodoc ist, ein Magnus Consensus auf Dauer herzustellen. Ein Magnus Consensus heißt auf gar keinen Fall eine wie immer gesetzte
autoritäre Dogmatik oder ein autoritäres Dogma. Darum geht es auf gar keinen Fall. Wir alle streben gegen eine Dogmensetzung, wo irgendeine Autorität besteht und die sagt, so und so ist das. Darum geht es nicht und ich denke, es gibt keinen hier, der dafür das Wort spricht. Dennoch ist es ein wesentliches Problem, dass atheistisches Denken immer auf der Basis eines Vernunftdenkens besteht. Immer. Und mit dem Vernunftdenken sind Prinzipien des Vernunftdenkens festgelegt. Und mit den Prinzipien des Vernunftdenkens haben wir ein naturwissenschaftliches Bild, das letztlich die Grundlage für jede atheistische Aussage sein muss. Denn außerhalb der Vernunft und außerhalb Naturwissenschaften bestreiten wir, dass es etwas gibt, was wesentlich existiert. Also müssen alle atheistischen Aussagen, auch des Einzelnen, letztlich orientiert werden an dem, was naturwissenschaftliches Denken, was Vernunftdenken möglich macht, was sozusagen die Wirklichkeit durch die kritische Vernunft geprüft und bestätigt hat. Ein Magnus Konsensus wäre deshalb ein demokratischer Erkenntnisprozess mittels reiner Vernunft auf ein gemeinsames Denkergebnis hin. Die Basis ist also das Naturwissenschaftliche und der Atheist denkt auf der Basis naturwissenschaftlichen Bewusstseins. Diesen Ansatz, Sie sehen hier, viele Menschen denken auf ein Zentrum hin und wenn dieses Zentrum sich füllt durch das gemeinsame Denken an der gleichen Sache, dann strahlt dieses Denken auch aus und daraus gibt es eine Identität des Atheismus. Keine fixe, denn wie Naturwissenschaften natürlich falsifizierbar ist und veränderbar ist, so ist jeder Magnus Konsensus im Atheismus natürlich auch variierbar und veränderbar. Aber er geht immer wieder auf das raus, dass nicht das Kontradenken das eigentliche Denken ist, sondern so denkt die Atheodok-Vorstellung gezielt auf eine gemeinsame Basis und eine gemeinsame Identität und Überzeugung. Das Problem war, dieses Thema theoretisch, inhaltlich umzusetzen in eine Technik einer Enzyklopädie. Daran haben wir 1,5 Jahre schwer gearbeitet, bis wir heraus hatten, bis wir den Eindruck hatten, wir schaffen eine Technik, die die größtmögliche Freiheit des Denkens gibt und zugleich eine Möglichkeit gibt, auf einen Magnus-Konsensus hinzuzielen. Das war ein schwieriges Vorhaben und hat sich dann eigentlich relativ leicht gelöst. Wir haben das so gelöst, dass Atheodok aus 16 einzelnen Atheodok-Büchern besteht. Jedes einzelne Buch hat ein Thema zum Inhalt, das einen Wahrnehmungsbereich des Menschlichen beschreibt und dem dann also praktisch diese Wahrnehmung niedergeschrieben, aufgeschrieben, kommuniziert werden kann. Also gibt es eine Reihe von Büchern, 16 Stück nacheinander. Wir gehen einmal so durch. Die Lehre von der Natur, die Lehre von den Bedürfnissen als System materieller Regelkreise, Entwicklung des Geistes, die Bewusstwerdung der Person, Lehre vom Wir, Kultur, Lehre vom Humanum, menschliche Strukturen, Lehre vom Tod, Philosophiegeschichte des Atheismus, Literaturgeschichte von Originaltexten, das ist wichtig, wir zeigen Ihnen eine ungeheure Fülle von klassischen Texten und auch gegenwärtigen Texten in Ausschnitt. Wenn Sie also mal zum Beispiel nehmen und sagen, Gott ist tot, die berühmte Geschichte von Nietzsche, dann ist meine Erfahrung von 100 Leuten, haben das maximal 3 Leute gelesen. Die meisten wissen nicht mal, wo es steht, Gott ist tot. Wenn Sie klicken, haben Sie den Text sofort da und Sie können dann sofort reingehen. Jeder Text, so ist das Ziel, der in irgendeiner Weise atheistisch relevant ist, soll in dieser Anthologie stehen. Chronologie der Säkulation haben wir etwas verändert, das soll Staat und Säkulation heißen in Zukunft. Zeittafel des technischen Fortschrittes soll Wirtschaft und Fortschritt heißen. Aktuelle Konfrontationen sind Themen, in der wir momentan in der Diskussion stehen, wo jemand einfach Beiträge für alle bietet, indem er sagt, Atheist argumentiert in diesem Thema, zum Beispiel Trennung Staat und Kirche, mit folgenden Argumenten. Dann kann sich jeder Laie oder jeder, der etwas weiter entfernt ist, in kürzester Zeit auf die Kontrasituation einspielen. Wir haben atheistische Spiritualität ganz bewusst gemacht, um deutlich zu machen, die Spiritualität ist nicht ein religiöses Privileg,
sondern ist das Gemeingut des menschlichen Bewusstseins. Wir haben eine Galerie der Nicht-Religiösen, in der sehr, sehr viele Kurzporträts stehen von Menschen, die wir noch nicht kennen oder die wir uns wieder daran erinnern wollen. Und zum Schluss haben wir zusammengefügt ein Netzwerk von nicht-religiösen Vereinen und allen Institutionen, die in Deutschland und national funktionieren. So, das ist, sind die 16 Bücher. Das ist eine, so eine Screenseite, die erste Seite, die wir haben. In diesen Seite ist hier oben jedes Buch eingetragen. Und Sie können, wie hier auf 1 gedrückt, können Sie sofort auf jeden Text drücken, auf jede Zahl, und das Buch erscheint sofort. Jedes Buch besteht aus Diskursen. Ein Diskurs ist ein Beitrag von einer Persönlichkeit, einer Autorität, die auf diesem Gebiet eine wissenschaftliche Aussage oder auch sonst eine qualifizierte Aussage machen kann. Die Diskurse stehen hier immer links. Sie besteht aus einer beliebigen Zahl von Diskursen, einer wachsenden Zahl von Diskursen, wo ständig die Diskussion beliebig erweitert werden kann. Das zweite Kriterium also von Arthur Dock ist neben den Büchern die Fülle der Diskurse. Und das dritte ist dann, zu jedem Buch und damit zu allen Diskursen dieses Buches besteht je ein einzelnes Diskussionsforum, sodass Sie Beiträge aus der Öffentlichkeit direkt auf die Beiträge innerhalb eines Buches und eines Diskurses gelenkt werden können. So, drei Dinge also als Elemente, das Buch als die Beschreibung des Denkvorganges insgesamt, die Diskurse als die differenzierten Beiträge innerhalb dieses Bereiches von entsprechenden Fachleuten und das Diskursforum als das entscheidende Beitrag der von außen mitdiskutierenden Leserschaft. Es gibt dort eine Diskurschronologie auf der ersten Seite, in der Sie sehen können, dass jedes Mal die Diskurse in Einzelnen in der Reihe angezeigt sind. Sehen Sie die letzten Diskurse, die eingestellt worden sind, Aristoteles' Lehre vom Geist und von der Theorie des unbewegten Bewegers. Ein wunderbarer Beitrag von Dore Wolf über Spiritualität ohne religiösen Hintergrund. Dann Materie schafft Geist, nicht Geist schafft Materie. Das holistische Weltbild, immer Diskurse, immer einzelne Bücher zugeordnet. Ja, aktuelle Themen. Wir haben ein ganz aktuelles Thema reingestellt, die PISA-Ausstellung des Vatikans in Pisa, eine Himmelausstellung, Himmelforschungsausstellung und die Frechheit des Vatikans, Galilei hier eigentlich total zu ignorieren. Wie das läuft, das wird genau dargestellt. Viele aktuelle Aktivitäten sind dabei. Ich lese den letzten Satz aus unserer Präambel vor. Und damit wird noch einmal der Sinn von Arthur Dock sichtbar. Die Präambel endet mit der Aussage: Der Atheismus ist eine fantastische Leistung des denkenden Menschen. Denn durch die Loslösung von Gott als der höchsten religiösen Autorität setzt sich der Mensch frei von größtmöglicher Fremdbestimmung. Indem er sich herausnimmt aus der göttlichen Bevormundung, erreicht der Mensch ein Bewusstsein, mit dem er ganz im Diesseits steht. Er entwickelt sich so zu einem sich selbst bestimmenden und verantwortenden Individuum. Er wird so ein autonomer Mensch. Ut valias, sagten die alten Römer, möge es euch allen gut gehen. Schönen Dank.